Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ja, jetzt bin ich platt, aber ich bin überglücklich, dass ich wieder auf dem Platz stehen durfte. Fühlt sich alles gut an. Ich glaube, mit dem Punkt hier in Saarbrücken können wir leben. Und ja, gute Unterstützung auswärts gewesen. Deswegen, ich glaube, ein gelungenes Auswärtsspiel. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass das eine gerechte Punkteteilung ist. Ich finde, das Gegentor in der ersten Halbzeit kam so ein bisschen aus dem Nichts. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass wir gut im Spiel waren, ohne jetzt die ganz großen Torschancen zu haben. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mal so eine Phase, wo wir nicht so Zugriff bekommen haben, sind viel hinterhergelaufen und hatten dann auch nochmal Glück, nachdem wir einen Ausgleich gemacht haben bei der Großchance von Saarbrücken. Aber insgesamt denke ich, dass das ein ordentlicher Auswärtsauftritt war. Ja, ich war ein bisschen undurchsichtig, die Situation. Ich spiele den Ball eigentlich nach außen weg, keine Chance eigentlich mehr irgendwie aufs Tor zu kommen und lass mich dann fallen. Schiedsrichter zeigt auf den Punkt, ich war selbst überrascht. Hab gedacht, okay, jetzt habe ich mir die gelbe Karte geholt für die Schwalbe. Hat auf den Punkt gezeigt und dann haben wir das eigentlich relativ schnell aufgelöst. Und ja, ich glaube, das war einfach die richtige Entscheidung, da fair zu sein. Und ja, wir haben anschließend noch den Ausgleich geschossen, von daher alles gut gelaufen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.